Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Schulsport ist nicht nur im Hinblick auf die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler ein wichtiges Unterrichtsfach. Darum ist gerade dieser Antrag der NPD beispielhaft für den Schweriner Weg. Darum will ich gleich am Anfang deutlich machen, warum Demokratinnen und Demokraten einen schulpolitischen Antrag der NPD neben fachlichen Einwänden auch grundsätzlich ablehnen müssen. Denn es ist unmöglich, diesen Antrag isoliert von den übrigen bildungspolitischen Inhalten der NPD zu betrachten. Und diese Partei, deren stellvertretender Bundesvorsitzender mit all seinen noch nicht rechtskräftigen Vorstrafen heute auch wieder hier in diesem Raum sitzt, bezieht sich in kaum einem anderen Bereich so offen auf den Nationalsozialismus wie im Bereich der Bildung. So schreibt die NPD in ihrem Bundestagswahlprogramm wörtlich, das Schulsystem müsse nach dem Grundsatz jedem das Seine gestaltet werden. Jedem das Seine, das war bekanntlich das zynische Motto, das die Nationalsozialisten am Tor des Konzentrationslagers Buchenwald anbrachten. Zumindest das dürften die Kameradinnen und Kameraden der NPD wissen. Diese Anspielung ist Ihnen also nicht mit aus Versehen untergerutscht. Und eine Partei, für die das Schulsystem nach dem gleichen Prinzip wie ein KZ funktionieren soll, hat sich für bildungspolitische Fragen eindeutig disqualifiziert. Sie brauchen in Ihrer Erwiderung gar nicht mit der peinlichen Ausflucht anfangen, dass der Ausspruch jedem das Seine ja schließlich aus der Antike stamme und ganz anders gemeint war. Oder dass die demokratischen Fraktionen jetzt hier wieder die Nazikeule herausholen. Die NPD stellt ihre bildungspolitischen Vorstellungen selbst ganz offen in die Tradition des Nationalsozialismus. Mehr noch, sogar ausdrücklich in die Tradition der Konzentrationslager. Und allein schon deswegen ist es undenkbar, einem schulpolitischen Antrag der NPD-Fraktion zuzustimmen. Was für die völkische Bildungsvorstellung der NPD insgesamt gilt, trifft natürlich genauso auch auf die Landtagsfraktion hierzu. In ihrem Programm zur Landtagswahl hat die NPD dem Bereich Bildung und Schule genau 7 Sätze zugeordnet. Darunter finden sich dann auch so originelle Behauptungen wie, dass die individuelle Bekleidung von Jugendlichen zur Verrohung der Jugend führen würde. Jetzt ist mir natürlich auch klar, weswegen die rechten Agrotrupps mit ihren Todesstrafe für Kinderschänder-T-Shirts und ihrem Szeneladen-Einheitslook auch so schnuckelig wirken und so einen liebenswürdigen Eindruck machen. Mittlerweile ist der NPD allerdings ihr eigenes Landtagswahlprogramm offenbar so peinlich, dass man es auf ihrer eigenen Homepage und auch sonst nirgendwo im Internet mehr findet und es von ihnen vollständig entfernt wurde. Nirgendwo ein Hinweis, wo man es erhalten könnte. Das ist doch bemerkenswert. Alle demokratischen Fraktionen haben ihr Wahlprogramm an Stellen im Internet hinterlegt, wo es eindeutig zu finden ist und lassen sich an ihren Aussagen während der Legislaturperiode messen. Nur die NPD anscheinend schämt sich für ihr eigenes Wahlprogramm. Am 1. Februar dieses Jahres hat der Andrzejewski hier an dieser Stelle einen Schwank aus seinem bewegten Leben erzählt und erklärt, dass der damalige Zwang zum Religionsunterricht bei ihm seinerzeit genau das Gegenteil des Gewünschten erzielt habe. Zitat des NPD-Abgeordneten: So erzeugt man Atheisten. Bereits 10 Tage später schreibt aber die NPD auf ihrer Homepage zum Thema Schulsport, Zitat: Um wirkliche Verbesserungen auf dem Gebiet der körperlichen Verfassung der Heranwachsenden zu erreichen, ist ein gewisser Zwang notwendig. Die Zwangsvorstellungen der NPD sind also nicht gerade stimmig. Der vorliegende Antrag also zum Herr Pastörs, Frau Berger, bitte einen kleinen Moment. Herr Pastörs, zum wiederholten Male beleidigen Sie ja Abgeordnete. Das haben wir mehrfach hier gehört. Ich fordere Sie noch mal auf, Ihren Mund zu halten, indem, also Sie haben. Ich verspreche Besserung. Frau Berger, bitte. Der vorliegende Antrag zum Schulsport wird nun inzwischen zum bereits 3. Mal in nahezu gleichlautender Form vorgelegt. Im Kern unterscheiden sich die 3 Anträge jedoch nicht. Man darf nicht ungerecht sein. Es ist unter gewissen Umständen legitim, dass eine Fraktion einen ähnlich lautenden Antrag mehrfach stellt. Eine kleine Fraktion kann auch nicht zu jedem Thema ein grundsätzliches Konzept vorlegen. Und es ist natürlich überhaupt nicht falsch, über die Ausgestaltung des Sportunterrichts als einen Baustein der Schulbildung von vielen weiteren in diesem Land nachzudenken.
Doch wenn wir uns ansehen, zu welchen Schulfächern die NPD in den gesamten 6 Jahren, seit sie in den Landtag hier eingezogen sind, Anträge gestellt haben, dann finden wir genau nur diese 3 identischen Anträge zum Schulsport. Eine zusätzliche Stunde Sport in der Woche ist Ihr parlamentarischer Beitrag zum Schulunterricht und das in 6 Jahren. Dafür, dass Sie sich angeblich am Humboldtschen Bildungsideal orientieren, wie es in Ihrem Parteiprogramm tatsächlich heißt, ist das nicht gerade übermäßig viel. Es gibt im Übrigen noch jemand anderen, der in über 800 Seiten völkischer Hetze von allen denkbaren Schulfächern einzig und allein für den Schulsport eine Stundenempfehlung gibt. Und das, ich will es schon mal verraten, ist natürlich Ihr Lieblingsdiktator. Er fordert in Mein Kampf täglich 1 Stunde Schulsport. Der Staat solle sich nicht so sehr auf die Wissensvermittlung konzentrieren, sondern, Zitat, auf das Heranzüchten kerngesunder Körper. Erst in zweiter Linie kommt dann die Herausbildung der geistigen Fähigkeiten. Zitat Ende. Die alleinige Fixierung auf das Schulfach Sport ist doch eine erstaunliche Gemeinsamkeit von Hitlers Mein Kampf und dem Antrag, den die NPD-Fraktion hier heute vorlegt. Diese Verbindung verweist einmal mehr auf ein nationalsozialistisches Menschenbild, das die demokratischen Fraktionen grundsätzlich ablehnen. Ich weiß, es gab in den letzten 6 Jahren auch noch Anträge Ihrer Fraktion, bestimmte geschichtliche Ereignisse künftig im Sinne der NPD zu lehren. Zum Beispiel, dass Deutschland nicht für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich sei. Das könne man vielleicht noch als Ihren Beitrag zum Geschichtsunterricht werten. Dabei fällt aber eines auf. Für die Sportforderung zitieren Sie ständig den Sportlehrerverband. Den Geschichtslehrerverband hingegen habe ich noch nie zitieren hören. Denn Verbände sind für Sie nämlich nur dann interessant, wenn deren Standpunkte zufällig einmal in Ihr Weltbild passen. Genauso wie Sie die bösen, von Ihnen genannten Systemmedien dann immer doch noch zitieren, wenn Sie diese irgendwie in Ihrem Sinne ausnutzen können. Selbstverständlich werden bei den Forderungen des Sportlehrerverbandes hingegen alle Passagen ignoriert, die der NPD wiederum nicht so genehm sind. So heißt es im Schulsportmemorandum des Verbandes zum Beispiel: Die Leitlinien von interkultureller Verständigung, von Fairness, Respekt und Toleranz gegenüber anderen bilden den sportpädagogischen Orientierungsrahmen. Ich glaube, die Idee interkultureller Verständigung durch den Sportunterricht passt nicht ganz zu den rassistischen NPD-Wahlkampfforderungen nach ausländerfreien Schulklassen. Darum distanzieren sich selbstverständlich sowohl der Sportlehrerverband als auch der Landessportbund von der einseitigen Instrumentalisierung durch die NPD und lehnen die vermeintliche Unterstützung dieser Fraktion ab. Meine Damen und Herren, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und auch die sportliche Leistungsfähigkeit sind ein komplexes Thema. Die Zahl übergewichtiger Kinder bei den Schuleingangsuntersuchungen zeigt ja, dass die Ursachen häufig schon in der Zeit vor der Einschulung zu suchen sind. Eine fehlende 3. Schulstunde Sport in der 1. Klasse ist nicht die Hauptursache zunehmenden Übergewichts. Aber Schulsport ist natürlich ein, wenn auch nicht das einzige Instrument für eine Verbesserung. Dazu gehören auch gesundheitliche Aufklärung, Anreize für eine bessere Ernährung, freiwillige Sportangebote im Verein, Sport im Wahlpflichtbereich und in den Arbeitsgemeinschaften gehören hier natürlich ebenso dazu. Hier gibt es gute Beispiele, erfolgreiche Ansätze, aber auch ein großes Verbesserungs- und Ausbaupotenzial. Dafür setzen sich die demokratischen Fraktionen mit sicherlich unterschiedlichen Schwerpunkten ein. Der Sportlehrerverband steht den demokratischen Fraktionen da zur Unterstützung zur Verfügung. Was die demokratischen Fraktionen jedoch verhindern werden, ist ein Missbrauch des Schulsports für eine völkische Idee und ein hart wie Kruppstahl Menschenbild. Dieser Antrag steht mal wieder in einer ideologischen Linie mit den aktuellen Lieblings-V-Waffen der NPD, Volksgesundheit, Volksverhetzung und Volkstod. Und darum lehnen wir diesen Antrag ab. Danke, dass